Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Freitag, den 24. Juni. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich will versuchen, ein so vollständiges wie mögliches Roundup abzuliefern in Bezug auf diesen Tag 1 nach dem Referendum und die Stunde 0 für EU und die Briten, denn der Brexit ist beschlossen, Sie wissen es, und dementsprechend geht's rund an den Börsen. Die Frage ist, wie geht's aus? Was wir im Moment sehen, sind bemerkenswerte Bewegungen, extreme Sprünge innerhalb des Handels, anfänglich mit gewaltigen Umsätzen, dann später nahmen die aber ab. Im Moment sind die Trader am Ruder und die Frage ist, was wird das am Ende? Was wir hier sehen, ist der Kursverlauf des DAX Future auf Stundenbasis seit Anfang Juni. Am gestrigen Abend waren wir noch im Plus. Der Juni, der so miserabel gelaufen war, war dann doch noch mit der Brechstange zu einem positiven Monat geworden. Aber eben nur bis eine Woche vor Monatsende. Jetzt kommt das Monatsende näher und wir sind auf einmal meilenweit darunter. Die Eröffnung betrug fast 1000 Punkte minus. Im Future, im DAX waren es 1000 Punkte von Xetra-Basis 17.30 gestern auf 9 Uhr heute früh. Jetzt auf einmal sehen wir allerdings eine Gegenbewegung. Nach einem dramatischen Tief, das lag ja unter 9.200, so um die 9.150, gehen wir jetzt in der Spitze immerhin sagenhafte 500 Punkte höher. Warum? Nun, weil die Briten sich erholen? Das schauen wir uns gleich an. Eigentlich ist das nicht logisch, aber dazu kommen wir gleich. Es könnte sein, dass hier die Schnäppchenjäger unterwegs sind und sagen, ach, J ist das billig. Aber ob Billiges nicht noch viel billiger werden kann, das ist eben die alte Börsenregel, die man so außer Acht lässt, genauso wie wenn man gegen die kurzfristige Tendenz ankämpft. Denkbar wäre, dass man so versucht, insbesondere bei den Futures-Tradern einem Margin Call zu entgehen, weil da ja der Schlusskurs zählt und gestern Abend war ja noch alles in bester Ordnung, würde man den DAX vielleicht auf 10.000 hochtreschen, dann hätte man die Chance noch davon zu kommen, ohne noch neues Geld nachschießen zu müssen. Ist jetzt nur eine Überlegung, so etwas wäre eine mögliche Motivation für eine solch scharfe Gegenbewegung. Aber die Frage ist eben, bleibt das auch so? Wir haben noch lange zu handeln. Jetzt ist es gerade mal 12 Uhr. 3 Stunden sind um, 4 Stunden im DAX Future. Da kommt noch einiges nach, insbesondere der Amerikaner. Dort stehen die Futures ungefähr, also im Schnitt, 3,5% im Minus, was den Dow angeht, sogar nur in Anführungszeichen 2,7%. Und ob es dabei bleibt, ist eben die Frage. Da wird sich dann möglicherweise auch entscheiden, ob diese Aufholjagd von Erfolg gekrönt würde oder nicht. Die es immerhin geschafft hat, die Zone 9,315, 9,338, die Tiefs vom September, August, Januar zurückzuerobern, die auch die Tiefs vom März, Anfang April bei 9.500 zurückerobert haben und jetzt schon auf diese Widerstandszone 9,737, 9,811 zusteuert, diese Erholung. Gucken Sie es an, die Umsätze sind jetzt schon zur Mittagszeit in etwa auf dem Niveau des großen Verfallterminen vom Freitag vergangener Woche. Das ist der Wahnsinn in Tüten und das bedeutet natürlich auch, all diejenigen, die da unten kaufen, die müssen irgendwen gefunden haben, der da auch verkauft in die schon gefallenen Kurse hinein. Und wo dann jetzt dieses Gleichgewicht, das im Moment zugunsten der Käufer ist, das heißt weniger Verkaufsdruck und mehr Käufer, deswegen geht es im Moment nach oben. Wann das kippt, wo dann große Adressen sagen, guck mal, jetzt ist gut, jetzt haben wir doch noch die ideale Gelegenheit, in dieser Konstellation zu einigermaßen günstigen Kursen rauszukommen, das ist die große Frage. Ist das auf dem aktuellen Niveau oder bei 9,8 oder gar 10.000? Man weiß es nicht. Und das bedeutet von vornherein mal, bevor wir uns die anderen Charts angucken, heute ist nichts vorhersehbar. Wir würden weiterhin eisern neutral bleiben, denn wir haben ja im Endeffekt weder absehen können, was heute Morgen passiert, auch wenn ich gesagt habe, okay, diese Unterstellung, dass der Brexit vom Tisch ist, ist eine gewagte und unglaublich riskante Idee gewesen. Aber sicher wissen konnte man es nicht. Und dass diese Gegenbewegung nun kommt, konnte man genauso wenig wissen, wie die Größe vorab ahnen, die diese Kurslücke gerissen hat. Also, das geht genauso weiter. Bleiben Sie vorsichtig und dementsprechend außen vor. Auch beim Eurostoxx 50 gab es eine gigantische Kurslücke, die ist wie üblich im Chart nicht sichtbar, weil der anders berechnet wird, wie auch der S&P 500. Gibt es da quasi in der Berechnung keine nennenswerten Kurslücken. Wir sehen aber auch hier den Versuch einer Aufholjagd. Aber wieso eigentlich? Vielleicht
Deswegen, das hier ist der FTSE 100, also der Financial Times Stock Exchange 100 Index in London, der Standardindex dort. Und wir sehen, wir hatten eine Schulter-Kopf-Schulter vollendet, dann wurde der Wahlkampf kurzzeitig ausgesetzt, dann kam diese verrückte Rallye und jetzt, patsch, ging es senkrecht nach unten. Aber das Minus beträgt hier in Anführungszeichen nur 4,5%. Die Supportzone um 6030 zu 6060 Punkte ist im Moment wieder erreicht. Warum sollte man sich allerdings das als Vorbild nehmen? Man darf eins nicht vergessen, die Briten sind ja, wenn auch mit einer knappen, so doch mit einer Mehrheit der Ansicht, dass sie besser dran sind, wenn sie aus der EU rausgehen. Warum sollte das denn bei Anlegern anders sein? Und dementsprechend könnten das für die britischen Akteure in der Tat Schnäppchenkurse sein, aber für die EU, Eurostoxx, DAX und Konsorten eben deswegen nicht umgekehrt auch. So betrachtet wäre die Aufholjagd des FTSE 100, auch FTSE genannt, letzten Endes nicht eine taugliche Vorgabe für die anderen europäischen Märkte. Also auch da höchste Obacht. Euro-Dollar? Tja, da waren wir doch schon bei 1,9 heute Morgen. Waren wir in der Tat. Nur jetzt holen wir wieder kräftig auf. 1,1115 zur Mittagszeit über der 200-Tage-Linie und der wichtigen Scheidemarke oder Zone 1,1030, 1,11. Alles wieder gut? Naja, die Notenbanken haben doch behauptet, sie würden intervenieren. Denkbar, dass die da schon dahinter stecken oder man eben einfach schon mal Short-Positionen eindeckt, weil man ahnt, dass die EZB oder andere Notenbanken hier eingreifen. Aber naja, warten wir es auch hier mal ab. Das ist auch genauso eine wüste Unterstellung, vor allem die Unterstellung, dass das dann auch funktionieren wird mit den Interventionen, wie zuvor die Aussage, der Brexit ist vom Tisch. Also hier ist gar nichts klar. Und das führte zu einer entsprechenden Panik heute früh. Um 8 Uhr morgens ging es beim Bund Future ja los. Und das hier ist ein neuer Verlaufsrekord. Da schlackert man doch ein wenig mit den Ohren. 168,86 kurz nach der Öffnung um 8. Seitdem bröckeln die Gewinne wieder ab. Es ist aber immer noch ein ordentlicher Kursanstieg. Wir würden allerdings hier jetzt auch mal die Stopkurse etwas anheben. Wir hatten zuletzt 163,40 rauf mit dem Ding in dem Bereich um 165%. Damit man hier auch entsprechend Gewinne mitnehmen könnte, sollte es mit dieser Verkaufswelle nach einem anfänglichen gigantischen Kurssprung denn tatsächlich weitergehen. Und der Goldpreis, auch der verliert an Boden. Kein Wunder, wenn man sich sagt, ja guck mal, die Aktien holen doch wieder auf, dann lieber schnell raus aus Gold und rein in Aktien. Wer zum Beispiel im Goldpreis drin war und hat jetzt auf einmal 100 Dollar in der Spitze vom Tagestief zum Hochgewinn, ja, es ist natürlich dann verlockend, dass man sagt, nix wie raus, ich nehme da die Gewinne mit und stecke sie unten bei den Aktien rein. Das wird im Moment offensichtlich praktiziert. Ob es aber gut geht, ist eben die andere Frage. Deswegen können wir nur raten, tun Sie da nicht mit. Genießen Sie ein bisschen die Sonne, wenn Sie können, und warten Sie mal ab, was die anderen tun, wenn Sie jetzt am Wochenende, wenn die Kurse stillstehen und damit auch wieder die Chance besteht, auch mal nachzudenken, was die anderen Akteure dann am Montag tun. Dann wissen wir mehr. Wir berichten gleich zum Start des Montags zur neuen Woche mit über alles, was am heutigen Freitag noch passiert ist in ING Markets Morning Call und der Morning Mail. Rechtzeitig für Sie vor 9 Uhr auf dem Frühstückstisch. Der nächste Chartflash dann auch am Montag um 1. Bis dahin kommen Sie gut durch den Freitag und trotz alledem schönes Wochenende.